Effekt, wenn man sich selber anders hört, als man sich normal hört und denkt, wer ist dieser fremde Mensch? Gut, dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen. Vielen Dank dafür, dass ihr zu meinem Talk kommt. Ich möchte euch was über Datenbank und Datenmodellierung erzählen im Kontext von nicht-relationalen oder auch NoSQL-Datenbanken. Der Titel ein bisschen provokant und der Comicstrip aus Geek and Poke, hoffe ich, auch ein bisschen provokant. Am Anfang einfach mal sozusagen zum Einstieg. Was meine ich eigentlich? Worüber will ich reden? Ich will über Datenmodellierung reden und das gar nicht High-Level oder sowas, sondern ganz banal bedeutet für mich die Frage, wie speichere ich eigentlich in meiner Applikation, in meinem System meine Daten? Und wie tue ich das so, dass die verschiedenen Anforderungen, die ich habe, dabei erfüllt werden? Das sind ganz banal erstmal die funktionellen Anforderungen. Ich muss die Daten speichern, ich muss in bestimmter Weise auf diese Daten zugreifen können, ich muss sie in bestimmter Weise verändern können. Das sind aber vor allen Dingen eben auch die ganzen nicht funktionalen Anforderungen an die Performance, wie schnell muss ich diese Daten abfragen können, an die Skalierbarkeit, welche Anforderungen habe ich mit wachsendem Datenvolumen oder wachsender Abfragefrequenz mitzuwachsen. Das sind Anforderungen an die Verfügbarkeit. Ist es für mich wichtig, 7x24 verfügbar zu sein? Und dabei natürlich dann auch an die Ausfallsicherheit. Also ist es wichtig, dass das System immer noch verfügbar ist, selbst wenn einzelne Rechner abstürzen, etc. etc. Insbesondere ist es dann eben auch wichtig, oder wichtige Anforderungen an die Änderbarkeit. Über die Lebensdauer einer Applikation verändern sich ja die Anforderungen und da muss es dann eben auch Unterstützung für bieten. Und an der Stelle ist dann auch wichtig eben die Passung zum Entwicklungsprozess, was immer der Entwicklungsprozess in dem Kontext auch sein mag. Kurze Erläuterung. Daneben, das ist ein Lego-Modell und ein Lego-Modell jetzt, ich habe keins gefunden, Lego-Modell für einen echten Datenspeicher, aber das ist im Prinzip ein Lego-Modell einer CPU, nämlich der Babbage Difference Engine oder jedenfalls eines sehr, sehr kleinen Teils davon. Erstaunliches Gerät. Fangen wir erstmal an sozusagen. In der relationalen Welt, Datenmodellierung in der relationalen Welt hat ja einen sehr klaren Kontext. Da modelliert man die Daten im Prinzip, indem man solche Entity-Relationship-Modelle aufbaut. Diese Kästchen da sind die Entities, über die ich rede. Und zwischen denen habe ich bestimmte Beziehungen und diese modelliere ich dann halt. Das kann und wird häufig ziemlich aufwendig. In diesem Fall hier eine Entity Relation, ein Ausschnitt oder eine Übersicht über eine Entity Relationship Darstellung eines offen verfügbaren, wenn auch nicht in Python realisierten Shop-Systems, nämlich Magento. Es ist bei weitem nicht die komplexeste Datenmodellierung, die ich je gesehen habe, aber die anderen, mit denen ich zu tun habe, die ich gesehen habe, da dürfte ich hier keine Bilder von zeigen. Um solche Entity-Relationship-Modelle dann zu erstellen, braucht man die richtigen Tools. Das klingt banal, aber tatsächlich ein Datenbankteam, für das ich mal verantwortlich war, hatte genauso einen DIN A1-Drucker, damit sie eine Chance hatten, ihre Datenmodelle tatsächlich auszudrucken und dann hinterher auch noch was zu erkennen. Also ohne solche Werkzeuge geht das nicht. Man braucht daneben, neben den richtigen Tools, dann auch noch die richtige Theorie. Die ist 1970 so in etwa entwickelt worden von einem Herrn Kott, nennt sich erste, zweite, dritte Normalform. Und soweit lässt sich das noch relativ leicht beschreiben. Also die dritte Normalform ist, so kann ich es mir zumindest merken, durch diesen netten Satz beschrieben, each non-key attribute depends on the key, the whole key and nothing but the key.
Und so wie es da steht, sozusagen, dass es überhaupt einen Schlüssel gibt, ist die erste Normalform. Dass jedes Attribut auf dem gesamten Schlüssel beruht, ist die zweite Normalform. Und dass es auf nichts anderem, also keine transitive Abhängigkeit gibt, ist die dritte Normalform. Relativ einfach. Aber da hört das Ganze nicht auf. Das geht dann weiter. 1974 gibt es dann die Boyce-Codd-Normalform, BCNF. Das ist vermutlich in der Praxis die relevanteste. Und es gibt die vierte, fünfte, sechste und Domain-Key-Normalform etc. Und ich weiß nicht, vielleicht mag einer mal die Hand heben, der sagt, ja, ich weiß aus dem Kopf heraus, was die sechste Normalform ist und ich könnte die ohne nachzugucken tatsächlich hinkriegen. Nee, man sieht also tatsächlich, das ist eine komplexe Theorie und das ist nicht so einfach nur zu merken. Also wenn es nicht so einfach ist, dann braucht man Spezialisten, die nennt man Datenbankadministratoren. Es sei mir entschuldigt, das ist tatsächlich bei Google Image Search das erste Bild, was auftaucht, wenn man Database Administrator eingibt. Finde ich erstaunlich, also vor allen Dingen natürlich wegen des Gerätes, gucken wir mal weiter. Diese Experten, häufig in vielen Fällen, werden die innerhalb einer Firma dann zusammengeführt in ein Databank Administration Team. Und wenn man ein solches funktionelles Team hat, dann kommt direkt auf der Fuße die entsprechenden Prozesse. Ist da unten ein bisschen klein, der Text darunter steht. Und hier lehnen wir die Änderungsanforderung dann schließlich ab. Das ist scherzhaft gesagt, aber es ist tatsächlich wahr an dieser Stelle und ich möchte ganz kurz sozusagen mal vom Scherz weg sozusagen und zu der Wahrheit. Es ist wahr, dass sozusagen diese relationalen Datenbankmodelle tatsächlich häufig in größeren Systemen mit sich ein Datenbankadministratoren oder Datenbankmodellierungsteam bringen und dass, wenn ich solche funktionellen Teams habe, ich dann tatsächlich Prozesse brauche, um die zu steuern. Also wenn man sozusagen aus der agilen Welt kommt, wo ja eins der im agilen Manifest beschrieben Themen ist, wir halten Personen für wichtiger als Prozesse, dann ist das ein bisschen at odds damit. Das sieht man auch, wenn man sich zum Beispiel eine agile Methode anguckt, Scrum, die ja tendenziell keine funktionalen Teams möchte, sondern tendenziell halt Scrum-Teams möchte, wo jedes Scrum-Team alles machen kann. Das ist ja da offensichtlich, passt das nicht so ganz dazu. Selbst wenn man diese Metaebene verlässt, ganz praktisch, gibt es ein paar Konsequenzen. Die am häufigsten zitiert wird, ist das berühmte Alter-Table-Problem. Wenn ich also meine Datenbankmodellierung gemacht habe, alle meine Tabellen habe und jetzt feststelle, ich muss eine Tabelle ändern oder eine Gruppe von Tabellen ändern, dann macht man das in der relationalen Datenbank mit Alter-Table und in bestimmten Situationen kann dieses Alter-Table sehr, sehr lange dauern. Da gibt es Anekdoten darüber, das wird dann immer ein bisschen schwierig, wenn man diese Anekdoten tatsächlich verifizieren will, aber darüber, dass eben solche Alter-Table-Befehle Tagen, Wochen, je nachdem, wie es erzählt, auch mal Monate gedauert hätten oder gedauert hätten, wenn sie denn tatsächlich durchgeführt würden. Aber es gibt ja eine wunderschöne neue Welt der nicht-relationalen NoSQL-Datenbanken. Ich persönlich bevorzuge übrigens, von nicht-relationalen Datenbanken zu sprechen, aber die Catchphrase ist nun mal NoSQL-Datenbanken und in Folge werde ich einfach auch nur kurz NoSQL-Datenbanken sagen. Bei denen braucht man das Geek and Poke, sagt es links, ich lese mal vor, ist ein bisschen klein. Do you have any expertise in SQL? No, sagt der andere. Perfect, then write expertise in NoSQL. Manchmal hat man den Eindruck, das ist so. Und tatsächlich, wenn man sich NoSQL-Hype anguckt, dann findet man häufig so die Aussage, ja, NoSQL ist ganz toll, man braucht, siehe Comic, keine Expertise, man braucht keine komplexe Abfragesprache, man braucht keine Joins mehr, man hat keine Sorgen mehr wegen Skalierung und das ist sozusagen der Andockpunkt für den Vortrag heute, man braucht auch keine Modellierung mehr, das Stichwort an dieser Stelle ist schemalos. Das kann man tatsächlich in vielen Fällen so lesen, in diesem Vortrag sei es aber wirklich nur mit Ironie gebracht, weil ich keinen einzelnen dieser Punkte so einfach unterschreiben würde. Gucken wir uns das mal an, was das für Modellierung bedeutet.
Naja, wenn es wahr wäre, dann könnten wir uns bezüglich Modellierung jetzt einfach zurücklegen und uns total relaxen. Das wäre wunderschön. Wie gesagt, leider ist es nicht so einfach. Wenn wir das täten, dann werden wir vermutlich so landen. Vermutlich das berühmteste, also ich meine, der Berliner Flughafen versucht tatsächlich das berühmteste Desaster zu werden. Aber als Vorbild in der Vergangenheit gibt es da noch den Turmbau zu Babel. Und der zeigt halt tatsächlich, wie etwas ausgehen kann, wenn man durchaus mit einem okay, akzeptablen Fundament anfängt, aber ohne Plan einfach weiterbaut. Und also habe ich in diesem Vortrag und möchte das eben dann gleich jetzt plausibilisieren, eine Botschaft, nämlich wenn man NoSQL-Datenbanken einsetzt, dann ist es wichtig, sich über die Datenmodellierung Gedanken zu machen und es ist wichtig, das von Anfang an zu tun. Ne? Denkt an das Turmbau zu Babel-Problem, wenn man erstmal sozusagen die ersten 4 Etagen gebaut hat, ist es zu spät, sich über die Struktur des Turms Gedanken zu machen. Nein, das muss man von Anfang an machen. Tatsächlich habe ich 2 Botschaften und die zweite Botschaft ist, wenn man NoSQL-Datenbanken einsetzt, ist es nicht nur wichtig, sich von Anfang an Gedanken zu machen, es ist tatsächlich auch ein etwas schwierigeres Problem und das liegt daran, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Wenn ihr euch nochmal zurückdenkt eben an die Datenmodellierung in der relationalen Welt, in einem gewissen Sinne kann man sagen, geht es darum, diese Normalformen zu finden und den Rest macht dann schon die Datenbank alleine mit ihrem Query Optimizer etc. etc. Stimmt nicht, aber wir lassen es für einen Moment mal so als Behauptung stehen. Und dann diese Normalisierung kann man tatsächlich in manchen Fällen fast schon automatisiert durchführen. Also Boyce-Scott-Normalform ist fast schon ein Algorithmus. Im Gegenteil hat man eben bei NoSQL-Datenbanken viele, viele Möglichkeiten, viele Entscheidungen, die man treffen kann und muss. Und das macht natürlich die Frage, wie speichere ich eigentlich meine Daten, schwieriger. Das hat aber auch eine positive Seite, diese letzte Aussage. Und so hat meine Präsentation tatsächlich 3 Botschaften. Nämlich beim Einsatz von NoSQL-Datenbanken ist die Datenmodellierung auch einträglicher. Und das liegt daran, dass es diese vielen Möglichkeiten gibt. Und mit diesen vielen Möglichkeiten kann ich in bestimmten Situationen Sachen erreichen, die ich in der nicht-relationalen Welt halt so nicht erreichen kann. Das ist das Positive daran und der Grund dafür, dass man sich damit überhaupt beschäftigen sollte. Und ich möchte jetzt in Folge, wie gesagt, so ein paar dieser Möglichkeiten und ein paar dieser nötigen Entscheidungen euch vorstellen. Das ist beileibe nicht vollständig. Wenn man das vollständig machen würde, dann könnte man einen ganzen Tag oder noch länger darüber reden. Aber es soll so ein bisschen Geschmack und Eindruck davon geben, was da eigentlich ist. Fangen wir mal so an, dass wir jetzt tatsächlich mal konkret über NoSQL-Datenbanken reden. NoSQL-Datenbanken werden häufig in 4 Klassen eingeteilt. Und diese 4 Klassen, in die eingeteilt werden, sind Key-Value-Stores, Document-Databases, Extended-Column-Stores und Graph-Databases. Und an dieser Stelle sind so ein paar Beispiele davon. React von Basho, Redis, DynamoDB von Amazon. Bei den Document Databases sicherlich eine der ersten CouchDB. An der Stelle muss ich das übrigens erwähnen und mich outen sozusagen. Die erste Dokumentendatenbank, mit der ich persönlich zu tun hatte, war Lotus Notes. Wer hat sonst noch irgendwie in seinem Leben schon mal unter Lotus Notes gelitten? Also für mich ist das die Datenbank, die die erstaunlichste Menge an guten Ideen hatte und die katastrophalste Implementation dieser Ideen hatte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich behaupte, und jeder kann mich gerne hinterher ansprechen, um das zu diskutieren, wenn die Implementation dieser Datenbank besser gewesen wäre, dann wären wir heute in einer Welt, die eben nicht so sehr von relationalen Datenbanken dominiert ist, wie sie das ist. Anyhow, zweite Bemerkung an dieser Stelle, ArangoDB ist die Datenbank, der ich mich persönlich ganz nahe fühle, weil ich sie halt als Architekt mitentwickle und auch mitprogrammiere an der.
Bei den Extended Column Stores haben wir HBase, in vielen Fällen insbesondere auch als Fundament für Hadoop, also Big Data Installationen, Cassandra und bei den Graph-Datenbanken insbesondere Neo4j. Da habe ich mir weitere erspart, weil da passiert gerade irgendwie so ein bisschen Fluktuation, sowohl in dem Namen wie auch in der Besitz, also in der Ownership dieser Datenbanken. Deshalb finde ich das ein bisschen schwierig. Gut, wenn das so ist, dass man diese vier Datenbanken hat, dann ist es tatsächlich so, dass die erste Entscheidung in der Datenmodellierung, die man treffen muss, eben die Entscheidung ist, ja, welche von diesen vier Gruppen brauche ich denn überhaupt? Und ich will ganz, ganz high level da nur ganz kurz sagen, die Daumenregel, wenn der Haupttreiber dessen, was ich habe, die Skalierbarkeit ist, dann sollte man in Richtung Key-Value-Stores gucken. Wenn die Haupttreiber eher umfangreiche Auswertungen sind, die ich über die Gesamtmenge machen möchte, dann sind Extended Column Stores der Punkt, wo ich zuerst schauen sollte. Wenn ich zwischen den Objekten, die ich habe, komplexe Beziehungen modellieren muss und speichern muss, dann sind Graphendatenbanken sicherlich der Punkt, wo ich hingucken kann. Und wenn ich zwischen den eben erwähnten Punkten und weiteren Punkten so einen ausgewogenen Feature-Mix brauche, dann gucke ich am besten zuerst bei den Dokumentendatenbanken. Hinweis an dieser Stelle auch, zusammen mit NoSQL etwas, was passiert, ist tatsächlich die sogenannte polyglotte Persistenz. Ich finde das Wort einfach wunderbar. Das heißt aber nichts anderes, als mehr als eine Datenbank im System zu haben und für jedes der Sachen, die man speichern muss, tatsächlich eben eine eigene und eine dafür am besten geeignete Datenbank zu verwenden. An der Stelle kurzer Hinweis, dass das überhaupt geht, mehr als eine Datenbank einzusetzen, ist nicht ganz so natürlich. In der Vergangenheit ging das schlecht, also in vielen Systemen, die in der Vergangenheit konzipiert und gebaut worden sind, ging das schlecht. Und da lag das daran, dass das so schlecht ging, dass die Datenbank zwei Rollen hatte. Die eine Rolle war nämlich, die Daten zu speichern. Die zweite Rolle war gleichzeitig, die Kommunikationsinfrastruktur zwischen den verschiedenen Komponenten meines Systems zu sein. Also die verschiedenen Komponenten kommunizierten über die Datenbank. Die eine schrieb es rein, die andere las es raus. Von diesem Kommunikationsparadigma bewegen wir uns ganz eindeutig weg hin zu der sogenannten serviceorientierten Architektur, die es in vielen Ausprägungen gibt. Die gibt es ganz High-Level Enterprise mit Enterprise Java Service Bus schlag mich tot und XML, bis es eins zu den Ohren rauskommt. Und die gibt es sehr Low-Level als Komponenten, die halt über REST-HTTP-Schnittstellen miteinander kommunizieren. Aber diese Trennung sozusagen mit einer anderen Kommunikationsinfrastruktur, nämlich eben dem Service-Paradigma und dann zum Beispiel HTTP, führt eben dazu, dass ich meine Daten jetzt plötzlich auch an verschiedenen Stellen in verschiedenen Datenbanken speichern kann, ohne dass es da knirscht. Und wenn ich polyglotte Persistenz mache, dann ist natürlich auch durchaus sinnvoll und richtig an vielen Stellen, dass eine von diesen Datenbanken, die ich da verwende, auch eine relationale Datenbank sein kann. Fangen wir mal an, ganz kurz sozusagen mit den Key-Value-Stores. Das sind die einfachste Datenbank. Ich habe da einfach eben Keys und Values, die ich in der Datenbank speichere. Und die Datenbank ist also einfach eine Abbildung von diesen Schlüsseln auf die entsprechenden Werte. Links ein Beispiel mit 1, 2, 3, 6 verschiedenen Schlüsseln und den dazugehörigen Werten in der Datenbank gespeichert. Das ist im Prinzip wie eine beliebige Hashmap oder ein Dictionary etc., nur eben persistiert. Der Zugriff in diesen Fällen geht immer nur über den Schlüssel. Die Werte, die ich hier mal so hingeschrieben habe, sind aber aus Sicht des Key-Value-Stores tatsächlich unstrukturiert. Das ist einfach nur eine Folge von Bytes. Ich habe häufig keine Möglichkeit, über diese Key-Value-Paare zu laufen. Und wenn doch eine Möglichkeit existiert, darüber zu laufen, dann ist fast nie eine Reihenfolge definiert. Ich kriege die einfach dann in einer beliebigen Reihenfolge geliefert. Das gilt wie für Hashmaps eben häufig auch.
Das ist ja nur das Minimum, was man sich wirklich vorstellen kann. Warum macht man das? Das macht man, weil man solche Key-Value-Stores mit diesem Minimum an Funktionalität tatsächlich sehr gut skalierbar aufbauen kann. Und was bedeutet skalierbar? Das heißt, wenn ich viele, viele Daten habe, stelle ich immer neue Rechner dazu. Wenn ich neue Rechner dazu stelle, mein Hauptproblem an dieser Stelle ist, wenn ich viele Rechner habe, dann ist es garantiert, dass davon immer mal wieder einer ausfallen wird. Ja, das ist dann nicht mehr etwas, wo ich hoffen kann, ach, das wird schon nicht passieren, sondern das ist dann garantiert. Und wir reden teilweise eben über Installationen, wo wir über 100 Rechner reden oder sowas. Wenn ich so viele Rechner habe, die meine Datenbank zusammen implementieren, dann muss ich damit umgehen, dass jede Woche einer von denen abstürzt. Das heißt, und das kann ich bei solchen Key-Value-Stores, die kann ich also einerseits, skalierbar aufbauen und andererseits das so machen, dass sie dabei ausfallsicher bleiben. Die Methode der Wahl ist sogenanntes Consistent Hashing. Leider habe ich keine Zeit, um damit darauf jetzt einzugehen, was das ist. Das ist ein sehr netter Algorithmus. Und eine Eigenschaft dieses Algorithmus ist, dass ich Knoten zu diesem Key-Value-Store-Cluster hinzufügen kann und dabei sowohl minimalen Administrationsaufwand habe, also ich füge den einfach hinzu und sage, den gibt es jetzt, und es gibt dabei auch minimalen Datenreorganisationsaufwand, also es wird minimal viel an Daten nur zwischen den Knoten dieses Clusters hinzu kopiert. Wenn ich so eine große Installation habe, dann habe ich Probleme, das nennt sich sogenannt Partition, das heißt, meine Gesamtmenge an Knoten zerfällt in zwei weiterhin funktionierende Teile. Und wenn ich so eine Partition habe, dann habe ich meistens Einschränkungen in der Datenkonsistenz. Das heißt, einzelne Datensätze, einzelne Key-Value-Pairs können plötzlich auseinander, also divergieren sozusagen und in den verschiedenen Teilen des Clusters dann unterschiedliche Werte annehmen. Ich kann alternativ auch Einschränkungen in der Verfügbarkeit eingehen, aber eins von beiden muss ich eingehen, also entweder eingeschränkte Verfügbarkeit oder eingeschränkte Datenkonsistenz. Das ist sogar bewiesen im sogenannten CAP-Theorem. Da kann ich auch nicht drauf eingehen, aber das ist eins der großen Diskussionspunkte in dieser NoSQL-Bewegung. Kurzer Schritt zurück sozusagen, Key-Value-Stores, wenn ich sie mal so in einem Entity-Relationship-Model sehen würde, dann haben sie das einfachstmögliche Datenmodell. Ja, ich habe einen Key und ich habe einen Value. Keine Beziehung, nix, so sieht's aus. Was also kann es jetzt noch für eine Datenmodellierung geben? Na, zum Beispiel diese, die man durchaus findet, dass man Objekte zerlegen kann, und das macht man, indem man aus einem Objekt, das ich also als ein Objekt betrachte, da mehrere Keys für anlege. Diese Keys sind dann strukturiert, typischerweise in sowas wie eine Objekt-ID vorne und dem Attributnamen hinten. Also dieses eine Objekt, das also einen Literatur-Nobelpreisträger beschreibt, ist hier zerlegt in sechs verschiedene einzelne Datensätze. Wenn ich alle Bücher aufgeführt hätte, wären es, ich weiß nicht, 50 oder sowas, einschließlich des Dschungelbuchs irgendwo da. So kann ich also in dem Fall auch meine Daten darauf abbilden. Punkt ist, sollte man besser nicht machen. Wir haben ja in dem Key-Value-Store die Zugriff nur über die ID, und das bedeutet, ich habe hier dann keine Möglichkeit, auf das Objekt in seiner Gesamtheit zuzugreifen. Ich brauche die vollständige ID, das heißt, ich habe typischerweise keine Möglichkeit herauszufinden, ja, welche Attribute hat denn das Objekt mit der ID 1907? Ich habe keine Transaktion in den Key-Value-Stores, das heißt, die einzelnen Teile, die ich da habe, verändere ich eins nach dem anderen. Und das heißt, ein anderer Klient sieht möglicherweise ein Objekt, was gerade im Entstehen ist, auch problematisch. Und wenn ich die Daten verteile per Consistent Hashing, dann werden diese Key-Value-Pairs, die ein Objekt ausmachen, dabei typischerweise auf unterschiedliche Knoten verteilt. Und wenn jetzt Sachen ausfallen, dann habe ich ganz komische Zustände, wenn halt Teile meines Objektes im Prinzip ausgefallen sind oder in dieser Partition sind und andere Teile noch weiter verfügbar sind. Und damit wird es dann nahezu unmöglich, eine Conflict Resolution zu machen und das zu beheben. Kurzer, also Punkt damit sozusagen, ja, das ist eine Datenmodellierung, Empfehlung an dieser Stelle, don't do it. Es haben Leute versucht und keiner ist damit richtig glücklich geworden.
Key-Value-Stores und solche skalierbaren Key-Value-Stores sind übrigens sehr gut beschrieben von Werner Vogels. Das ist der CIO von Amazon. Der hat einen Blog, der heißt All Things Distributed, sehr lesenswert. Und es gibt ein Paper über die Dynamo-Daten oder ein Dynamo Key-Value-Store. Den findet man, wenn man Dynamo SOSP eingibt. Und da ist das sehr, sehr gut beschrieben, die beste Beschreibung, die man dazu findet. Auf der Basis von diesem Dynamo, das ist eine Amazon-eigene Datenbank, die sie für ihre eigenen Zwecke gemacht haben, haben sie inzwischen eine Weiterentwicklung gemacht, nämlich DynamoDB, Entschuldigung, den sie als Service anbieten, das ist also Database as a Service. Und da werden, kann man Tables anlegen, das ist im Prinzip der Name für Namensräume. Und in dem werden einzelne Items gespeichert, das sind also so Key-Value-Pairs. Und diese Items sind tatsächlich in Attribute aufgeteilt. Das ist aber gar nicht so spannend. Spannend ist tatsächlich, dass der Key für diese Items bestehen kann aus zwei Teilen. Den sogenannten Hash-Key und dem Range-Key. Also sozusagen, ich habe ja eben das Beispiel gegeben, dass der Key auch aus mehreren Teilen bestehen kann. Hier wird das auch gemacht aus zwei Teilen. Aber die sind ganz unterschiedlich. Der Hash-Key wird tatsächlich für die Verteilung der Objekte verwendet und der Range-Key macht dann für alle Objekte, die zu einem bestimmten Hash-Key gehören, eine Sortierung, die er definiert. Beispiele sind also zum Beispiel, dass ich ein Table mache Reply, also es handelt sich irgendwie um ein Forum oder sowas und in diesem Reply habe ich als Hash-Key die Thread-ID. Und da drin dann die einzelnen, als einzelne Items gespeichert, die einzelnen Antworten mit ihrer Thread-ID, zu welchem Thread gehörst du, und dann der Reply-Date-Time als dem Range-Key. In dieser Weise kann ich über die Thread-ID plus zugreifen und mir dann alle Antworten in der Reihenfolge ihres Antwortzeitpunkts eben auflisten lassen. Das ist, wie gesagt, weil nur der erste Teil, der Hash-Key, für die Verteilung verwendet wird, habe ich nicht die Probleme, dass mir plötzlich die Verteilung meiner Objekte auseinanderreißt und ist eine sehr interessante und gute Möglichkeit. Aber da ist natürlich dann sozusagen genau die Frage und die Entscheidung, die man treffen muss, welche Teile nehme ich jetzt als Hash-Key und welche Teile nehme ich als Thread-Key, als Range-Key. Entschuldigung. Springen wir mal zur nächsten Gruppe, das sind die Dokumentdatenbanken. Die Dokumente, die in solchen Dokumentdatenbanken gespeichert werden, sind Aggregate, das heißt, die bestehen also aus einzelnen Attributen und sind zusammengefügt. Häufig werden sie extern als JSON repräsentiert und deshalb sei es auch hier eben so als JSON dargestellt. Dieser eine Tennistrainer, der halt irgendwo lebt und vier Kinder hat. Interessant dabei ist eben, dass anders als man das so aus der relationalen Welt natürlich kennt, die einzelnen Attribute, die ich habe, wiederum strukturiert sein können oder aggregiert sein können. Eben hier habe ich eine Liste und in dieser Liste sind wieder Unterobjekte vorhanden und das kann halt beliebig weitergeführt werden. Die Dokumentdatenbanken haben den Vorteil, dass sie ein minimales Gap bieten zwischen dem, was ich in der Datenbank speichere und dem, was ich in der Programmiersprache bearbeite. In der Programmiersprache habe ich Objekte, die ich in irgendeiner Weise objektorientiert bearbeite und definiert habe. Und in der Datenbank habe ich die entsprechenden Dokumente dazu. Tatsächlich würden die meisten Dokumentendatenbanken sich, glaube ich, als Objektdatenbanken nennen und darüber reden, nicht Dokumente, sondern Objekte zu speichern. Dass sie das nicht tun, liegt daran, dass der Begriff Objektdatenbank verbrannt ist. Es gibt nämlich so vor 15 Jahren oder so, vor 15 Jahren etwa gab es den Versuch, tatsächlich Objektdatenbanken zu bauen und der ist kläglich gescheitert. Ein Grund dafür, behaupte ich, dass er kläglich gescheitert ist, ist das, was ich eben gesagt habe. Damals dienten Datenbanken auch noch eben als Mechanismus der Datenkommunikation. Das konnten die Objektdatenbanken nie erfüllen, aber sei es mal drum. Also wie gesagt, der Begriff ist einfach verbrannt und deshalb nennen sich diese Datenbanken Dokumentdatenbanken.
weil dieses Gap so klein ist, brauche ich halt keine Brücke zwischen diesen beiden Teilen, also zwischen meiner Applikationslogik und meiner Datenbank. In der relationalen Welt ist diese Brücke zwischen Applikationslogik und Datenbank typischerweise der Object Relational Mapper, der halt zwischen dem einen und dem anderen verbindet. Das ist am Anfang immer total easy, da ist das ganz, ganz einfach mit einem ORM, da sagt man nur, ich habe hier meine Objekte, und das wird mit der Zeit immer schwieriger, je komplexer die Beziehungen zwischen den Objekten werden. Wer mal dazu ein interessantes Paper lesen will, es gibt ein Paper, das Object Relational Mapper nennt, das Vietnam der Computer Science in Anlehnung an den Vietnamkrieg und da entsprechende Parallelen herstellt, durchaus lesenswert. Also sozusagen dieser Punkt, dass das Gap so klein ist, sagt, warum sind Dokumentdatenbanken besser als relationale Datenbanken in bestimmten Situationen, eben weil ich dieses Gap nicht habe. Warum sind sie besser als Key-Value-Stores, um sie mit einer NoSQL-Datenbank zu vergleichen? Naja, ich kann komplexere Abfragen machen. Zum Beispiel, also das einfachste Beispiel, was die da unterstützen, ist sogenanntes Query by Example, wo ich eben sage, ich habe bestimmte Benutzer und ich möchte jetzt mal alle Benutzer finden, die Tennistrainer sind. Und dann gebe ich einfach sozusagen so ein Objekt an, was wie ein Beispiel ist für das, was ich finden will, und sage, finde mir mal alles, was ich dazu habe. Es gibt aber durchaus eben auch NoSQL-Systeme, die durchaus weitergehende komplexe Abfragen noch unterstützen. Und um solche Queries dann unterstützen zu können, habe ich dann die verschiedensten Formen von Indizes, die ich brauche, um solche Abfragen effizient abbilden zu können. Hash-Indizes, Range-Indizes, also B-Trees, etc., etc. Das war okay. Ja, geht aber noch. Dokumente in diesen Dokumentdatenbanken müssen jetzt keine feste Struktur haben. Das eine Dokument kann anders aussehen als das andere. Welche Attribute die haben, welche Werte in diesen Attributen stehen und welche Teilstruktur da gegebenenfalls ist, ist nicht von der Datenbank festgelegt, so wie es in der relationalen Datenbank halt durch das Schema definiert ist. Das hat einen großen Nachteil. Der große Nachteil ist nämlich, ja, mein Applikationscode muss damit umgehen, dass ich dann auch eine entsprechende Varianz in dieser Menge haben werde. Es hat einen großen Vorteil. Ich kann nämlich tatsächlich auch im Applikationscode mit diesen Unterschieden umgehen. Ich habe da eine Stelle, einen Ort, wo ich mit dieser Varianz, die ich immer haben werde, sehr gut umgehen kann. Und ich brauche kein, ich sag mal, separates Team, was sich um die Varianz kümmert. Das ist sozusagen zum Teil das, was das Data Modeling Team in der relationalen Welt macht. Sondern es ist das gleiche Team, es sind die gleichen Entwickler, die sich jetzt eben damit beschäftigen, mit der Varianz umzugehen. Aber man sollte sich da eben auch Gedanken drüber machen. Und man sollte sich insbesondere Gedanken drüber machen, wenn man halt eine Schema-Evolution hat, das ist der Begriff sozusagen in der relationalen Welt, aber er passt auch hier sehr gut. Das heißt, wenn ich über die Lebensdauer meiner Applikation tatsächlich feststelle, dass die Dokumente, die ich speichere, sich in ihrer Strukturierung verändern werden. Und da gibt es ein paar Daumenregeln, die man planen und einhalten sollte. Man sollte diese Evolution explizit planen. Und man sollte für jeden Evolutionsschritt eine stabile Menge von Attributen definieren und sagen, okay, meine Dokumente können ja alle, ups, hier ist gerade ein Time Jump passiert, take a step to the left, alles klar, dann kann ich jetzt ein bisschen ruhiger wieder werden. Ich sollte eine stabile Menge definieren und sagen, okay, meine ganzen Dokumente können ja ganz unterschiedlich aussehen, vielleicht haben sie plötzlich ein neues Attribut gewonnen, etc. Aber ich garantiere in jedem Fall, diese 5 Attribute haben sie immer. Es ist immer ein Name da, es ist immer ein First-Name da, es ist immer eine Works for da, etc., was auch immer. Und dass ich die halt wirklich definiere und in dieser Weise dann eine Basis habe, auf den der Großteil meines Applikationscodes sich verlassen kann. Das wird immer da sein. Ein weiterer
Punkt, den man planen soll, eine Entscheidung, die man treffen sollte und gegebenenfalls einsetzen wollte, ist die Einführung eines sogenannten Format Generation Attributes. Das ist etwas, was als Muster sozusagen in Notes-Datenbanken häufig verwendet wurde. Was das bedeutet, ist letztlich, dass ich meine Datensätze neben allen anderen Attributen noch ein weiteres Attribut gebe, das heißt FormGen. Und in dem sage ich sozusagen, aus welcher Generation stammst du denn? Stammst du aus der ersten Generation, als ich nur Name, Alter hatte? Oder stammst du aus der zweiten Generation, als ich das ersetzt habe durch Name, Geburtsjahr? Oder stammst du aus der dritten Generation, als ich zusätzlich noch eben den Name aufgesplittet habe in First Name und Last Name? Sodass ich sozusagen anhand dieses, ihr könnt es auch sozusagen als Versionsnummer-Attribut sehen, feststellen kann halt, welche Struktur werde ich denn da erwarten können. Und dann ist das, was ich da drüber gesagt habe, bezieht sich dann auf jede Generation. Also jede Generation hat eine Menge von stabilen Attributen, die für Dokumente dieser Generation immer vorhanden sind. Diese stabile Menge kann sich aber eben zwischen Generationen verändern. Wenn ich das mache, dann bietet es sich an, die sogenannte opportunistische Updates zu machen. Das heißt, die Dokumente, die ich kriege, wenn ich die dann gelesen habe, sagen wir mal modifiziert habe und wieder zurückschreibe, sie dann immer in der neuesten Generation zu schreiben und nicht zu sagen, okay, ich habe dich gelesen als Generation 2, ich schreibe dich wieder als Generation 2, sondern sagen, ich habe dich gelesen als Generation 2, ich schreibe dich als Generation 3. Also das ist, nennt sich opportunistisch, weil sozusagen die Opportunity, dass ich jetzt den Datensatz eh schon angepackt habe, verwendet, um ihm gleichzeitig ein Update zu machen. Das kann man auch machen, wenn man eigentlich nur liest. Das ist so ein bisschen die Frage, ob das geht oder nicht, hängt von verschiedenen Aspekten ab, ob man sich das dabei leisten kann oder nicht. Wenn man das macht, wo man tatsächlich hinkommt, ist in etwa den Bereich, was auch die Lazy Alter Table Implementation, die es für manche relationalen Datenbanken gibt, unterstützen. Deshalb ist es vom Algorithmus her durchaus vergleichbar mit Lazy Alter Table. Schwierigkeit an dieser Stelle und Hinweis an dieser Stelle, ob und wie gut das geht, was man dabei berücksichtigen muss, sind aber vollständige Auswertung und Aggregation. Ja, also sozusagen der Einzelne, ich hole mir ein Dokument raus, ich mache was mit dem, das ist relativ einfach, wenn ich mir dann auf die Generation gucke und sage, wenn es diese Generation ist, nehme ich diesen Code, wenn es diese Generation ist, nehme ich diesen Code etc. Aber Aggregation, bei denen ich über alle Datensätze gehe, die können durchaus eben problematischer werden. Und da muss ich überlegen, ob ich die überhaupt habe. Vielleicht gibt es sie gar nicht als Anforderung oder als Funktion. Und wenn ich sie habe, wie ich damit umgehen kann. Eine Möglichkeit ist tatsächlich damit umzugehen, dass ich meine Gesamtaggregation aufteile in verschiedene Teilaggregationen, wobei jede Teilaggregation halt über eine bestimmte Generation geht und ich dann nur noch diese Ergebnisse, diese Zwischenergebnisse, wenn man so will, für die Generation nimmt und die in einem letzten Schritt dann zusammenfügt. Gehen wir zum dritten Bereich, über den ich sprechen will, Graphendatenbanken. Das tut mir jetzt sehr leid, das Bild da ist leider nicht geglückt. Das liegt daran, dass der Beamer die feinen Striche zwischen diesen Punkten leider unterdrückt, nicht zeigt. Aber stellt euch vor, dass die also da sind, ja, dass also zwischen all diesen Punkten da die diversen Verbindungen sind. So ein Graph, ganz high-level gesprochen, besteht aus Knoten. Die heißen dann meistens Vertices. Die heißen schon deshalb meistens nicht Nodes, weil man ansonsten total in Verwirrung kommt mit den Nodes einer Datenbank, also den Servern, die eine Datenbank ausmachen. Diese Knoten, die ich da habe, sind meistens in den Graphendatenbanken, die das unterstützten, ihrerseits wieder Aggregate. Also man kann sich das ziemlich genauso vorstellen wie die Dokumente in der Dokumentendatenbank. Und zwischen diesen Knoten gibt es dann Kanten, englisch gesagt Edges. Die sind gerichtet oder ungerichtet. Wenn sie gerichtet sind, dann haben sie ein Von und ein Nach.
Und die haben häufig eben auch einen Type, also es ist eine Kante vom Typ Knows oder eine Kante vom Typ Likes oder sonst was. Und diese Kanten können aber auch noch weitere Informationen tragen. Also wann sind sie angelegt worden, von wem sind sie angelegt worden, etc. etc. Diese Graphendatenbanken, der Hauptgrund dafür, die überhaupt einzusetzen, ist es im Prinzip nach Mustern zu suchen, und zwar nach Mustern, in denen man in anderen Datenbanken praktisch nicht suchen kann. Das fängt ganz banal an mit Mustern nach Pfadsuche in so einem Graphen. Ist auch mathematisch sozusagen vermutlich oder informatisch der berühmteste Graphenalgorithmus, nämlich Dijkstras Graphenalgorithmus. Ein Beispiel dafür kennt ihr alle, also wenn ihr bei Xing oder LinkedIn angemeldet sind oder so, die Information, die euch sagt, was sind denn die gemeinsamen Bekannten, beziehungsweise welche Kette von Bekanntschaften gibt es zwischen dem und dieser Person, dann ist das genau so eine Pfadsuche. Die gemeinsamen Bekannten sind dabei Pfade der Länge 2, aber es werden eben auch längere Pfade gegebenenfalls angezeigt. Interessanter sind dabei auch besondere Knoten in einem Graphen. Das ist dann etwas, was unter Umständen ihr als Benutzer dieser Datenbank, ihr als Benutzer eines solchen Services wie Xing nicht seht, aber was tatsächlich eben die Betreiber solcher Datenbanken sehr interessiert, nämlich eben, wer hat besonders viele Bekannte in so einem Graphen oder wer ist besonders zentral. Zentral ist dabei ein Begriff, der viele technische Definitionen oder Ausprägungen hat. Einer ist zum Beispiel, ein Knoten ist besonders zentral, wenn sehr, sehr viele Pfade durch diesen Knoten gehen. Dann ist der für großes Interesse. Das kann dann eben zum Beispiel ein Meinungsmacher sein, etc., weil er halt an vielen Stellen es über ihn geht. Etwas, was sich auch als Graphen modellieren lässt, ist natürlich die Webseiten mit ihren Hrefs zwischen diesen Webseiten. Und wenn ich jetzt in einem solchen Graphen die Knoten ranken will, welche Seiten sind wichtig, dann kann ich das in dieser Sprache formulieren. Also der Google PageRank-Algorithmus ist in dieser Weise auch zu sehen. Auch wenn das, was die inzwischen da implementiert haben, kaum noch erkennen lässt, dass es eigentlich ein Graphenalgorithmus ist. Sehr wichtiger Anwendungsfall ist auch da, wo es um Ähnlichkeiten geht, also Empfehlungen werden sehr häufig in dieser Weise gemacht, wo ich also gucke, wer hat ähnliche Produkte gekauft oder betrachtet bei Amazon. Das ist da also auch als Graph zu sehen und zu betrachten. Die Hauptmodellierungsfrage, die ich da habe, über die ich ganz kurz noch drüber gehen will, ist, passen meine Daten überhaupt auf das Graphenmodell und sollte ich sie als Graph in der Graphendatenbank realisieren. Die perfekte Passung sind im Prinzip soziale Graphen, also sowas wie Xing oder sonst irgendwelche sozialen Netzwerke, wo ich also Benutzer habe und modellieren will, wer kennt wen, wer arbeitet für wen, welche Personen leben zusammen, wer hat wen eingeladen, etc. etc. Wenn man das Ganze eben relational auch nochmal sieht, dann sind ja diese Personen, die ich da habe, sind ja eine Entity oder eine Klasse sozusagen, und ich habe lauter Beziehungen, die immer wieder von dieser Entity zu dieser Entity gehen. Wenn ich die in der relationalen Welt betrachten will, dann rede ich über Self-Joins der entsprechenden Tabelle, und das ist die Hauptschwierigkeit, die relationale Datenbanken haben, wenn sie mit solchen Graphenstrukturen umgehen wollen. Eine nicht ganz so gute Passung ist dann, wenn die Pfade, die ich habe, die Kanten, die ich habe, im Wesentlichen unterschiedliche Klassen abbilden. Das hier ist ein Beispiel aus der Fernsehserie Doctor Who, der entsprechenden Science-Fiction-Serie. Die Neo4j-Macher nehmen das immer als ihr Hauptbeispiel. Das finde ich ein bisschen seltsam, weil da sind die Beziehungen, die man hat, sind eben zwischen verschiedenen Klassen, also welche Teile wurden verwendet, um welchen Dalek, das sind die bösen Roboter, zusammenzubauen, und in welcher Dalek-Gruppe gehörte der und in welcher Folge hat er dann mitgespielt, etc. Sowas hätte, wenn ich es in die relationale Welt übersetze, keine Self-Joins, sondern nur Joins zwischen verschiedenen Klassen. Anders ausgedrückt, alle Pfade, die ich habe, sind auch nur von einer endlichen Länge.
Und da ist dann zumindest es auch möglich, das anders zu modellieren, relational zu modellieren oder mit entsprechenden Referenzen in der Dokumentendatenbank. Die Hauptfrage, die man sich dann stellen sollte, um herauszufinden, will ich das denn tatsächlich so strukturieren, ist die Frage, ob ich die Kanten unabhängig von den Knoten tatsächlich bearbeite. Lege ich die Kanten ganz unabhängig von den Knoten an? Modifiziere ich die Kanten unabhängig von den Knoten? Oder gehört das zusammen? Ne, die eben erwähnten Netzwerke, die ich habe, um Recommendations zu machen, wo ich die Personen habe, die Produkte habe, ich bin auch gleich fertig, die Personen habe, die Produkte habe, die leben immer. Und dann entstehen immer mal wieder neue, das hat er jetzt gekauft, das hat er sich jetzt angeguckt, Beziehungen etc. Da sind genau diese Entitäten, Benutzer, Produkt einerseits und eben hat angeguckt, hat gekauft, unabhängig voneinander. Und da ist dann die Modellierung über eine Graph-Datenbank sinnvoll. Letztes schlechtes Beispiel, was man tatsächlich auch sieht, ist sogenannte Objektgraphen, bei denen ich im Prinzip mein gesamtes Objekt, was ich eigentlich modellieren will, auseinanderziehe und die einzelnen Attribute zu Knoten mache. Und das ist dasselbe Beispiel von vorhin. Ich habe Jonathan, der wohnt in der Wanamassa Street, der ist Tennistrainer, der ist 32 Jahre, der hat 2 Kinder und ich modelliere sozusagen die Beziehung zwischen dieser Identität Jonathan und seinen Attributen halt über einen Graphen. Das ist schlecht, weil es ähnlich wie das, was ich eben als Beispiel gegeben habe in den Key-Value-Stores, Sachen auseinanderzieht, die ich eigentlich zusammen betrachten will und ist ein typisches Beispiel, so sehe ich das zumindest, für If all you have is a graph database, everything looks like a graph. Okay, normalerweise geht es da um Hammer und Nägel, aber das ist dasselbe hier. Zusammenfassend würde ich sagen, die 4 wichtigen Botschaften, die ich habe, ist nochmal, es ist wichtig, Datenmodellierung zu betreiben, wenn ich nur NoSQL-Datenbanken habe. Es ist schwieriger, aber dabei auch einträglicher. Und 4. NoSQL-Datenbanken machen Spaß. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich denke, das war ein sehr guter Abschluss für die Sessionrunde heute. Gibt es Fragen? Du hattest anfangs angesprochen, dass die Kommunikationsfunktion einer Datenbank mittlerweile durch die serviceorientierten Architekturen Schritt für Schritt abgelöst wird. Mhm. Wie ist da dann die Evolution von Datenmodellen, wird die dann nicht einfach auf die Service-Modelle verlagert? Das heißt, wenn jetzt das Kundenobjekt den MySQL-Eintrag verliert und das Xing-Feld gewinnt und wir haben irgendwo ein Aggregationsmodul, das über serviceorientierte Architektur die Listen aller Kunden mit MySQL machen will, da muss ja der Service irgendwie dieses MySQL simulieren. Mhm. Und dann haben wir ja das gleiche Problem, wie du vorher zu Recht und sehr intensiv angesprochen hast, mit dem Schaubild, wir haben einen Prozess und wenn du was ändern willst, dann prüfen wir das ausführlich, um es schlussendlich abzulehnen. Das ist eine fantastische Frage, auf die ich schon deshalb nicht antworten kann, weil ich ansonsten mehrere Stunden drüber reden würde. Und das liegt daran, das nur sozusagen gesagt, weil es unterschiedliche Gründe gibt, warum ich meine Gesamtarchitektur unter Umständen in Service und Servicegruppen auseinanderziehe. Ja, das kann sein, dass ich das mehr aus, ich sag mal, nicht funktionalen Anforderungen mache, wie das bei Amazon passiert oder so, wo die Services auch im Wesentlichen asynchron miteinander kommunizieren und ich Service-Level-Agreements nach dem Motto, wie schnell antworten die und sowas festlege. Und es kann, und das ist sozusagen das eine Ende des Spektrums. Und das andere Ende des Spektrums ist das, was man dann liest, wenn man Bücher über SOA und Enterprise-SOA liest, dass ich es im Wesentlichen mache, weil meine Service-Orientierung mir eine Möglichkeit gibt, meine Business-Seite und ihre Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert, in eine Beziehung zu setzen zu meiner Realisierung durch Systeme. Und
je nachdem, wo ich mich auf diesem, und es gibt weitere Punkte, und je nachdem, wo ich mich befinde, ist die Antwort auf das, was du gesagt hast, in welcher Weise schlägt denn dann die Modellierung auf der Ebene, die ich da mache, auf die Modellierung durch, die ich habe, oder auf die entsprechende Schwierigkeiten in der Evolution dieser Modellierung, hat ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Also da könnten wir gerne lange drüber philosophieren, aber es gibt, wie gesagt, keine. Aber ich meine, das Letzte, was man halt an der Stelle auch sagen muss, viele von den Schwierigkeiten, die verschwinden halt nicht. Ja, das sind irgendwie keine technischen Schwierigkeiten, die mit der richtigen Technologie weggehen. Das sind halt inhärente Schwierigkeiten, die darin begründet sind, dass wir eine komplexe Welt mit komplexen Sachen abbilden und dafür nie genug Zeit haben und nie die richtigen Tools haben. Und sozusagen deshalb werden manche der Probleme, so wie du es gesagt hast, nur dann von einer Stelle zur anderen geschoben, aber verschwinden nicht. Das ist wahr, ja. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich gerne wissen, es gibt ja für SQL-Datenbanken in Python ein DB-API, was eine generische Schnittstelle für alle Datenbanken bereitstellt oder eine Interface, was in allen Datenbanktreibern gleich implementiert wird. Gibt es sowas auch für NoSQL-Datenbanken oder wie ist die Unterstützung von Python für NoSQL-Datenbanken generell zurzeit? Okay, das ist wieder eine sehr gute Frage. An der Stelle ist es so, dass, wie sage ich das? Entschuldigung. Also es gibt, ja, nein, so kann man das sagen. Die relationale Welt lebt zum Teil davon, dass sie halt einen Standard hat. SQL als Standard und eine bestimmte Standardmodellierung. Und dann kann ich halt auch Standard-Interfaces machen. Ähnliches wird häufig auch gewünscht sozusagen für NoSQL-Datenbanken. Nach dem Motto, wäre es nicht schön, wenn ich einen Standard hätte, so ticken NoSQL-Datenbanken und dann kann ich unterschiedliche NoSQL-Datenbanken dranflanschen, je nachdem, wie mir gerade danach ist. Das geht gerade nicht, weil, so wie ich es gesagt habe und so wie es da gerade noch steht, eine der Stärken der NoSQL-Welt ist gerade, dass sie verschieden sind und dass ich damit das richtige Tool für den richtigen Job wählen kann. Ja, ich kann nicht sagen irgendwie, ich will ein Standardwerkzeug haben, die sollen aber ganz unterschiedlich sein und ich will dann das richtige Tool für den richtigen Job auswählen. Diese zwei Sachen sind halt at odds. Und eine Stelle, wo sich das ausdrückt sozusagen, dass die at odds sind, ist eben bei allen Bemühungen rund um Standard. Da gab es mal einen Versuch, irgendwie so eine Standardabfragesprache für NoSQL-Datenbanken zu machen. AnQL oder sowas ist nirgendwo hingekommen. Und eben so APIs von Programmiersprachen Richtung NoSQL-Datenbanken ist ein ähnlicher. Was es gibt, was wir verfolgen mit ein paar anderen, ist sozusagen ein Teilproblem dabei, da wo ich Dokumentendatenbanken habe, diese Dokumentendatenbanken transparent in Programmiersprachen quasi direkt als Objekte verfügbar zu machen. Und da sollte in absehbarer Zukunft sollte es Sachen geben. Also im Moment aus unserer Sicht von ArangoDB, dass die am aktivsten sind, sind in der Ruby-Community rund um die Datamapper-Möglichkeiten da. Aber da erwarten wir auch eben auch bei Python, also hat es erste Kontakte gegeben und erwarten wir auch entsprechende Entwicklungen. Gut, vielen Dank. Sonst noch Fragen? Dann möchte ich euch bitten, wieder schön weiße und schwarze Kärtchen in die Kiste zu werfen und hilfreiches Feedback draufzuschreiben, wenn ihr welches habt. Vielen Dank. Applaus